Hello, my friends. Bin ich jetzt ein bisschen besser ausgeleuchtet? Hoffentlich. Ich wollte euch was zeigen. Seht ihr das? Da unten? 7500 Aufrufe nach 2 Tagen auf YouTube Shorts. Ich habe sozusagen jetzt genau dieses Video hier angeteasert. Ja, und ich freue mich, es euch zu zeigen. Let's go, ab ins Krafttraining. Upper Body läuft. So, nach einer kalten Dusche und jetzt gerade mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, ist ultra, ultra kalt, habe ich jetzt noch einen kleinen Vegan Wrap gegessen. Vegan Falafel Wrap gönne ich mir manchmal. Und jetzt natürlich noch, um die Gains aufzufüllen, einen Proteinshake. So, und jetzt geht's back to work. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen für Thankful zu tun. Angefangen von Tech-Packs machen für neue Produkte bis Social Media, bin ich jetzt noch eine Stunde unterwegs, dann mache ich Mittagsschlaf, dann mache ich nochmal 2-3 Stunden was und dann habe ich abends wieder Training. Let's go. Okay, am Ende ein bisschen peinlich mit Luca vorm Spiegel. Aber manchmal hat man echt das Gefühl, wenn man halt trainiert, man fühlt sich einfach selbstbewusster und besser, weil man halt einfach echt irgendwie sich stark fühlt, athletisch fühlt und sorry for you. Es ist einfach, nimmt es einfach als Motivation, ist ein bisschen cringe, aber ist halt so. Zweiter Punkt, Heimspiel gegen Ehingen, Tabellenletzter. Wir gehen einfach mal rein. Okay, ich habe ja angefangen. Mit dem Fehlwurf echt nicht viel getroffen. Ich glaube insgesamt 3 aus 8 oder 3 aus 7 gehabt aus dem Feld, also echt wenig getroffen. 2-3 gute Pässe gespielt, am Ende hier diesen ultra, ultra geilen Up and Under Layer. Zieht ihr euch nochmal rein, hier noch mein Slow-Mo. Das waren schon alle Scores, alle Assists, einige Sachen, die ich auch daneben gehauen habe. Seht ihr hier jetzt nochmal. Ich will natürlich der reale Basketball-Profi sein, der auch mal seine Misses zeigt sozusagen. Und Game am Ende trotzdem irgendwie gewonnen, unnötig spannend haben wir es gemacht und ja, jetzt bin ich wieder hier, sind zu Hause immer noch ungeschlagen und hoffentlich bleibt das auch so und zwar spielen wir jetzt am Mittwoch gegen Jena, das ist der Tabellenführer, das heißt letztes Spiel gegen Tabellenletzten, uns unnötig schwer getan und jetzt am Mittwoch gegen den Tabellenführer Jena, hoffen wir natürlich eine weiße Weste zu Hause zu behalten, geben dafür natürlich richtig, richtig Gas. Und dann wollte ich euch heute Morgen noch mal kurz meine Morning Routine zeigen. Let's go! Barkeepern sieht das immer so cool aus. Schöne Bio-Zitrone, ich probiere es noch einmal. Oh ne, die saftet schon.
Falls ihr euch fragt, wo meine ganzen, oder ich habe schon öfters die Frage bekommen, wo meine ganzen Hochformat-Videos auf TikTok und so herkommen, ich schneide die alle am Handy. Also jetzt auch, wenn ich sozusagen Querformat-Footage habe, die ich für meinen Vlog verwende, wandle ich die in Hochformat um und ja, mache daraus halt TikToks und whatever. Ja, die meiste Zeit filme ich aber eh in Hochformat, von daher ist es super, das eben auch am Handy zu schneiden. Da braucht man das nicht extra in Premiere Pro auf dem Mac rüberziehen und dann wieder zurück und so. Das ist echt am einfachsten. Da habe ich mir eine App gekauft, die macht das richtig gut. Okay, was für Morgenroutine eigentlich. Ich habe nur ein bisschen B-Roll euch jetzt hier gezeigt. Ich schaffe es in letzter Zeit echt nicht so viel zu filmen. Geht auch auf meine Kappe. Und zwar habe ich halt einfach viel zu tun. Mit Thankful haben wir einen geilen Black Friday Sale gehabt, diesen Pullover. Gibt es jetzt immer noch. Also wenn ihr jetzt das sonntags anguckt, gibt es immer noch bis 24 Uhr den Pullover für 20% weniger. Wir pflanzen 2 Bäume pro verkauften Produkt. Von daher echt cool, was wir machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt langsam Fahrt aufnimmt und wir da echt was Gutes tun können und gleichzeitig noch die Welt mit guter, sauberer Mode versorgen können. Aber dazu habe ich ja schon ein anderes Video gemacht. Ich glaube, da oben seht ihr das. Zu meinem Modelabel Thankful. Ansonsten wünscht mir Glück. Drückt mir die Daumen. Auf Instagram werdet ihr wahrscheinlich am ehesten sehen, was abgeht, ob wir das Spiel gewonnen haben am Mittwoch oder nicht. Lasst da auch nochmal ein Follow da und schreibt gerne mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Heute mal ein bisschen kurz und knackig. Hoffentlich ist es okay für euch. Und peace out, macht's gut. Bis nächste Woche, euer Luis.